Okay, ich frage Justin. Okay, Justin! Justin, ich brauche deine Hilfe! Dein Opa, der ist ekelhaft. Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute hier wieder Star Stable Online. Wie ihr schon seht, bin ich auf meinem Viert-Account online. Und zwar heißt sie Hayley Broudston und sie hat die Daisy Flower. Und viele von euch hatten sich gewünscht, dass ich noch ein weiteres Video mit ihr mache. Sie ist gerade Level 2 und als Level 2 Spieler, der nicht Star Rider ist, Leute, falls es wieder Kommentare kommt, du bist Star Rider. Nein, Leute, guckt mal, ich bin nicht Star Rider. Wenn man kein Star Rider ist, hat man hier dieses Star Rider-Symbol. Da könnte man theoretisch jetzt Star Rider werden, wenn man die Kohle dafür hat. Aber ich brauche das nicht, da ich ja schon zwei Accounts habe, die Lifetime Star Rider sind. Und dieses Set ist einfach ein absoluter Traum. Es ist einfach von Petra Mini Sister. Es ist einfach so mega schade, dass es einfach keine Champi-Werte hat. Leute, es ist so, dass wir hier noch eine Neuerung haben. Und zwar, das hat es da selber gar nicht angekündigt, aber es scheint so zu sein, Leute, dass man die höheren Level nicht mehr sehen kann, wenn man ein niedriges Level ist. Ich bin jetzt Level 2 und kann hier tatsächlich nur Gamaschen und sonst quasi fast nichts sehen. Wir könnten uns diese Gamaschen kaufen, die sehen aber halt mega behindert aus zu den anderen Sachen. Ich habe 250 Starcoins, Leute. Wenn ihr euch fragt, warum, man hat, also wenn man das kleine Kästchen anklickt mit dem Geschenk, bekommt man 100 Starcoins. Und wir hatten jetzt einen Starcoins-Code von 150 Starcoins. Falls ihr den noch nicht eingegeben habt, dann tut's doch am besten jetzt gleich. Der ist I found Sean 2019. Ich habe dazu auch ein Gutschein-Video gemacht, falls ihr nicht wisst, wie man den Code schreiben sollte. Oh, sie sieht fast genauso aus wie ich, die Lina. Servus, Lina, du siehst fast genauso aus wie ich. Okay, Leute, wir sind jetzt auf einer Mission. Moment, wir winken, wir sagen Hallo. Hi. Habe ich jetzt eine Freundin? Hi, Lina. Wollen wir Freunde sein? Hi. So, dann kümmern wir uns mal wieder hier um unsere Quest. Zieh dir den Laden an. Okay, ich muss drei Geschäfte. Warte kurz. Ja, ich bleib jetzt hier. Kein Stress. Ich muss mir hier nur die Sachen angucken. Jawohl. Numero uno. Das Lustige ist, wir haben das ja jetzt schon angeguckt, ohne dass wir wussten, dass wir es angucken müssen, Leute. Das ist so krass, weil Star Stable verändert sich irgendwie jedes Mal mega. So, das haben wir super hinbekommen. Uff, wo ist sie hin? Meine Freundin ist weg. Ist sie eigentlich jetzt unsere Freundin? Ich glaube, sie hat die Freundschaftsanfrage gar nicht angenommen. Das war super. Arbeite weiter an deinem Ruf. Ja, super. Vergiss nicht, dass es auch noch ganz andere Menge gibt. Ja, ich weiß, aber da kann ich überall nicht hin. Yay, es ist richtig klasse. So. Dann. Ach, da ist sie. Oh, sie hat ein cooles Pferd. Wow. Wartet. Wow, du hast ein tolles Pferd. Das ist ein schönes Pferd. Sie sieht richtig gut aus jetzt, die Lina. Ich mache Quests. So, dann gehen wir jetzt mal hier zu Thomas. Was soll ich tun? Herr Campbell setzt sich mit all diesen juristischen Unterlagen wirklich unter Druck. Okay. Mal sehen, reite vorbei am Schmied und hoch in die Hügel. Okay. Machen wir. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Wir reiten zum Hügel und machen das Stromding aus. Glaube ich. Das habe ich erst. Oh, ich habe mein Pferd nicht versorgt. Oh, da ist der neue Silver Buckskin. Servus. So, hier müssen wir noch verlorene Werkzeuge finden. Keine Ahnung, wo die sind. Das machen wir aber auf jeden Fall auch noch so quasi nebenbei, Leute. Okay. Wenn sie uns gezeigt werden, dann ist es irgendwie nicht mehr so wirklich challenging, hätte ich gesagt. Mein Pferd ist so langsam. Ich habe einen roten Smiley und habe mein Pferd noch nicht versorgt. Viele von euch hatten gesagt, der Smiley bringt nichts. Doch, Leute, der Smiley, der macht einen Unterschied von circa 5 Sekunden auf eine Minute. Wenn er rot ist. Yay, wir haben es geschafft. Jetzt sammeln wir noch schnell Konrads. Ich wollte jetzt Glump sagen ein. Und dann sind wir gleich zurück bei Thomas Moreland. Und da bin ich Level 3.
Nein, nur weil ich dem Conrad geholfen habe. Meine Freundin, wo ist meine Freundin? Da ist sie. Da kommt die Lina mit ihrem wunderschönen Lusitano. Dann geben wir kurz die Quest bei Thomas ab und dieser Global-Chat macht mich, egal auf welchem Account, absolut aggressiv. Vor allem das Lustige, Leute, ist, ich kann hier den Global-Chat nicht mal benutzen, weil den nur Star Rider benutzen dürfen und es steht trotzdem da, dass ich den Global-Chat aktiviert habe, wenn ich ihn gar nicht aktivieren kann, weil ich nicht Star Rider bin und deswegen benachteiligt. Ha, ich habe den Eindruck, ich konnte diesen fiesen Kerl bisher schreien hören. Jetzt habe ich etwas Zeit, genau das, was ich gebraucht habe. Alles klar, Thomas. Wir gegen den Rest der Welt, Thomas. Wir! Ich muss nur beweisen, dass mir das Land auch wirklich gehört. Ja, das machen wir. Okay, bla, bla, bla. Ich glaube, wir müssen jetzt zu Jasper. Nein, Frau Holdsworth. Okay, wir gehen jetzt zu Frau Holdsworth. Ich meine, fast, Leute. Wenn man die Sachen nicht wirklich durchliest, dann ist man manchmal lost. Die Blackie und die Greenie, die wissen, was ich meine, denn ich frage die einfach immer, was ich machen soll, weil ich es immer nicht durchlese. Natürlich mache ich das bei den neuen Quests immer, Leute. Die habt ihr ja immer gerne gemeinsam mit mir gemacht oder macht die gemeinsam mit mir. Aber wenn ich so eine Story schon 300 Mal gespielt habe, nein, zweimal, aber egal, who's counting, dann liest man da halt nicht mehr so genau. Lasst mich nachdenken. Und sie denkt, also für Nachdenken hat sie sehr, sehr viel geredet. Und wir müssen jetzt zu Jasper. Ich möchte den Global-Chat nicht nutzen, weil ich darf ihn ja ganz offensichtlich gar nicht nutzen, habt ihr mir gerade erklärt. Eieiei! Pferd trifft Pfosten. Lina, warte auf mich! Ich hab's nicht geschafft. Ja, da ist sie. Da bin ich. Ich bin da. Ich bin da. Yay, komm, du bist bestimmt schneller wie ich. Ich habe mein Pferd immer noch nicht versorgt. Ich bin so eine schlechte Pferdemama, Alter. Ich möchte gern zu Mika, aber ich darf da noch nicht hin. Weil ich bin jetzt Level 3 und ich darf immer noch nicht. Aber jetzt, glaube ich, darf man bald. Oder? Ich möchte da hin. Lasst mich bitte hin. Du hast mich gefunden. Ja, habe ich, ne? Sie rennt einfach nach Fort Pinta, wenn ich da gar nicht hin darf. Was kümmert es mich um die... Was? Warum ist Jasper so ekelhaft? Was muss ich jetzt machen? Ich bin mir nicht sicher. Ich hab's vergessen, Leute. Ich hab's nicht gelesen. Okay, Justin. Okay, ich frage Justin. Okay, Justin. Justin, ich brauche deine Hilfe. Dein Opa, der ist ekelhaft. Also Level 3 und 2 mit einem nicht versorgten Pferd ist echt kein Spaß, Leute. Der Global-Chat ist aktiviert. Danke für diese interessante Information. Wirst du meine Opa Jasper besuchen? Dieser verrückte alte Mann hasst uns. Warum eigentlich? Diesen alten Narr dazu bringen könnte, seine Meinung zu ändern. Dass seine Mama und mein Papa Thomas wirklich sehr geliebt hat. Ja, das ist doch schon mal was. Ich habe diese Briefe von meiner Mama und meinem Papa. Okay, also Briefe. Ich muss Briefe suchen. Briefe. Ach, ich muss die nicht suchen, ich hab die schon. Jasper! Also, ich fühle mich wie so ein Kurier. So eine Taube, die Briefe bringt. Eine Taube, die Briefe bringt? Eine Brieftaube! Oh mein Gott, Leute. Wow, meine Leitung war ja mega lang. Ich fühle mich wie eine Brieftaube. Ja, ja. Das bin ich. Ich bin eine Brieftaube. Ich renne hier hin und her zwischen fast Fort Pinta und Moorland und versuche eigentlich nur dieses Tor zu öffnen, dass ich zu Mika Stoneground kann. Ja. That's life. Da sind wir. Jasper, ich habe Briefe. Ich schon wieder. Ja, ich habe Briefe. Chill mal dein Leben. Ich kenne diese Handschrift. Ist das wahr? Ist das wirklich meine... Ja, hat sie... Jetzt lass mich durch. Wenn ich diese Briefe von meiner geliebten Tochter lese, weint mein Herz. Ja, meins auch. Lass mich durch. Ich habe die Besitzerkunde, natürlich werde ich sie Thomas Molland geben. Dieser Mist hier ist eine Schande für die Insel. Jawohl. Hier ist mein Schlüssel für das Portal von Pinta. Leute, wir dürfen nach Pinta. Ja, lass mich durch. Ja, alles klar. Dankeschön. Ich darf. Yes. Ich darf nach Fort Pinta, ich darf nach Fort Pinta. Okay, ich glaube, ich muss jetzt... Wo genau hin? Danke, Jasper. Da ist irgendein Ausrufezeichen. Ach, das ist bestimmt die Mika Stoneground. Und dann sind wir angekommen in Fort Pinta beim Notar, der die Besitzurkunde hat. Hoffe ich. Hoffe ich. Hallo? Benutze Bankfachschlüssel. Warte, warte, Daisy...
Sei jetzt nicht hysterisch. Jetzt haben wir den ganzen Weg nach Fort Pinter geschafft. Das schaffen wir jetzt auch noch. Jawohl, wir haben es. Und dann sind wir in Fort Pinter und haben unsere Mission Fort Pinter geschafft. Wir haben Fort Pinter freigeschalten. Und jetzt können wir uns Pferde kaufen. Wir haben leider kein Geld. Und wir können zwei Sachen misten und... Ich weiß nicht, was wir sonst noch machen können, Leute. Falls ihr eine weitere Folge sehen wollt, wie Hayley Proudston hier in Jorvik Abenteuer erlebt als Nicht-Star Rider, dann gebt doch dem Video einen Like und einen Kommentar. Dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!